ist schon der halbe Tag rum, ich kann es nicht fassen. Haben die es begriffen? Ja, die haben es begriffen. Okay. Wenn ich das andere Ding jetzt pflücke, kommen dann noch mehr Maden? Deshalb bin ich gerade ein bisschen vorsichtig, weil ich befürchte, dann müssen meine neuen Zwiebel-Pikmin hier kämpfen. Also meine neuen Flügel-Pikmin, nicht Zwiebel-Pikmin, aber ist ja egal. Hauptsache Pikmin, Zwiebel, Flügel, egal was. ja, ich kann es im Moment nicht im Boden lassen, weil ich muss ja jetzt gucken, dass ich sie erstmal vermehre. Wenn ich irgendwo Nektar finde, kann ich sie ja auch ein bisschen aufwerten. So ist ja nicht. So, okay. Dann macht mal das Ding hier platt. Hoffentlich möglichst verlustfrei. Ja, das hat sich gelohnt. Schön. Den Rest halten wir in Reserve. Falls ich jetzt kämpfen muss, habe ich noch ein bisschen was. Kommt schon, macht was ich will, macht was ich will. Ja, ihr schafft es. Das hat sich ja gelohnt. Alle Mann helfen. Dankeschön. Hey, wir haben schon irgendwie 14 Stück oder so von den Viechern. Vermutlich könnten wir 15 haben, aber wahrscheinlich ist eins krepiert, als vorhin die Viecher aufgetaucht sind. Ich sollte bei einem Anführer die ganzen Pikmin sammeln. Nur um sicherzustellen, dass die nicht verrotten, wenn irgendwie die Nacht einbricht. So, du gehst zum Chef. Ihr sammelt euch und dann gehen wir noch da hinten hin. Da gab es nicht noch was einzusammeln. Achso, hier gibt es noch jede Menge einzusammeln. Züchten wir erstmal ordentlich Pikmin. Yay, Nektar. Das finde ich gut. Dann wertet euch mal ein bisschen auf. Schon leer. Hm. Würdet ihr das bitte ausreißen? Ihr könnt da übers Wasser fliegen, oder? Aber ich warte noch einen Moment, bis das hier erledigt ist. Ach. Aber das dauert so lange. Ist hier noch was, was ich pflücken kann? Nee. Okay, okay. Ihr pflückt das, ihr schafft das. Jawohl, ja. Und das ist sogar was Gutes. Da können wir gleich noch was draus machen. 1, 2, 3, 4, 5. Alle mal zu mir. Und dann ab durchs Wasser. Ja, ihr seid clever genug, darüber zu fliegen. Das finde ich schön von euch. Ihr denkt ein bisschen mit. Nicht viel, aber immer ein bisschen. Das ist gut. Ich brauche Leute, die mitdenken. Warum stehst du da unten rum? Warum reagierst du nicht drauf, wenn ich pfeife? Und was ist los mit dir? Bist du krank? Ich weiß nicht. Noch irgendwas hier? Nee, nichts gemeinsam. Eigentlich müsste man doch davon ausgehen können. Hallo? Hirntod? So clever seid ihr dann wohl doch nicht. Eigentlich müsste man doch davon ausgehen können, dass diese Flügel-Pikmin auch höher geworfen werden können, oder? Weil, hallo, ich meine, die können fliegen. Die sind sehr leicht. Also, gar. Keine Ahnung, ob sie leicht sind, aber sie könnten fliegen. Ach, ich kann keine Pikmin mehr produzieren, weil alles voll ist. So sieht's aus. Das ist schlecht. Dann sammelt euch mal meine Mann. Lass mal einen hier. Chef bleibt hier. Dann gehen wir erstmal ein paar Pikmin wegbringen. Und dann finden wir raus, wie es weitergehen soll. Da oben ist ja wieder irgendwas, aber da kommen wir nicht dran von der Seite. Genau. Das Problem hatten wir schon mal. Die Flügel-Pikmin müssen mir jetzt irgendeinen Vorteil bringen. In der Theorie. In der Praxis auch und eigentlich und sowieso und überhaupt. Okay, verzwiebel mal die hier. Ach, mach sie alle weg. Und davon brauchen wir auch nicht ganz so viel, glaube ich. Und von denen bräuchten wir eigentlich mehr, aber naja. Was wir nicht alles brauchen. Okay, Chefe, du holst jetzt mal noch... Ach, du bist gar nicht der Chef. Ich hab gedacht, ich hab den Chef hier stehen gelassen, aber okay. Dann eben Alf, meinetwegen. Du sammelst deine Pikmin hier und bringst sie zu den anderen. Die Zwiebel wird uns ja irgendwann sowieso folgen, also kann es die egal sein. Da hinten war noch ein Kraut, das hätte ich noch pflücken können. Ist egal. Da oben liegt nichts? Nee. Für den Moment haben wir ein paar. Und jetzt habe ich auf jeden Fall eine Truppe, mit der ich auch auf die Jagd gehen kann, effektiv. Zum Beispiel, ihr gebt zwar nicht so viel, wenn ich euch von denen hier erledigen lasse, aber ihr gebt was. Und auf die Art kann ich noch schnell ein paar Pikmin züchten, auch wenn wir immer noch nicht wissen, wie es weitergehen soll hier. Zumindest können wir überhaupt irgendwas machen, was einigermaßen sinnvoll ist. Und ich will im Moment auch wirklich erstmal ordentlich von denen hier züchten, weil die könnten sich als extrem nützlich erweisen. Ich meine, hallo, die fliegen! Gibt's was Besseres? Ja, fliegende Pikmin. Yay, war da noch was? Ne, das ist nur ein Blatt. Okay. Noch irgendwas, was ich einsammeln kann? Ja, das hier. Ja, ja, ich weiß, Beeilung ist schon okay. Gibt das wieder Nektar oder was gibt das hier? Die Sonne geht unter, das macht mich munter. Na, oh, das ist schön, schön, schön. Das schafft ihr noch, oder? Ich traue euch das voll zu.
Ich habe vollstes Vertrauen zu euch. Ihr seid die ultimativen Helden dieser Welt. Für einen Moment. Na, das war's auch schon. Mehr kann ich im Moment nicht machen. Dann gehen wir noch zurück. Vielleicht schaffe ich noch die andere Pflanze, die ich gesehen habe, zu pflücken. Und dann war das alles für heute. Hat sich zwar von den Früchten her oder so nicht gelohnt und viel Fortschritt haben wir auch nicht, aber wir haben neue Pikmin und ich bin dabei, mir eine ordentliche Armee von denen aufzustellen. Warum fliegen die einfach nicht, eigentlich nicht einfach direkt übers Wasser? Das wäre der kürzeste Weg. Und der intelligenteste. Und der, keine Ahnung, wegigste. Der wegigste Weg, ja, ja. Kommt ihr da dran, ohne zu sterben? Ja, ihr kommt da dran. Ihr braucht nur ein paar Leute mehr. Okay, habe ich verstanden. Dann ziehen die den weg, dann kommen neue Rosenblätter und dann können wir irgendwas machen. Dann haben wir doch schon einen Weg für den nächsten Tag freigelegt. Ich wusste doch, dass es gut war, nochmal herzukommen. Stehst du überm Wasser? Du stehst überm Wasser, oder? Was ist jetzt kaputt? Signalempfang. Ja? Oh, wir werden gerufen. Wer kann das sein? Na, wer wohl? Es gibt nur einen. Also theoretisch, hoffe ich. Dolphin, ich bin Lou. Captain Uli. Großer Baum. Kreaturen überfallen. Hilfe? Okay. Whatever. Das Signal ist scheinbar nicht sehr deutlich. Okay. Captain Uli? Captain Ulima? Die Aufzeichnungen, die wir gefunden haben, müssen von ihm sein. Er scheint in Gefahr zu sein. Wir müssen ihm helfen. Ja, das müssen wir dann wohl, aber nicht jetzt. Ulimas Signal kommt vom Unterlauf des Flusses. Ja, deshalb haben wir ja gerade den Weg freigeräumt, dass wir dort lang können. Hier, bitte zu mir. Ich will nämlich nicht irgendwen von euch... Ah, das ist eine Frucht! Das, ja, nee, ist klar. Da haben wir einfach mal eine Frucht. Schafft ihr das noch rechtzeitig? Ich gehe euch mal lieber hinterher. Stopp, die Nicht-Verzwiebelten sammeln wir mal schnell ein. Ich will sie zwar eigentlich wachsen lassen, aber die werden ja dann wieder an der Stelle hier, nehme ich mal an, morgen. Und dann ist aber hier keine Zwiebeln mehr und es gibt keinen Grund mehr, wieder hierher zu gehen. Also nehme ich sie doch lieber mit. Weil, ist so. 10. Sammelt euch! Ihr müsst schneller werden, Leute. Ihr seid zu langsam. Neue Frucht erhalten. Das ist sehr schön. Ihr seid clever genug, hier an der Drake zu warten. Ihr habt mir eine Frucht gebracht. Ihr seid toll. Ich mag euch, Flügel-Pikmin. Ihr seid wirklich toll. Ihr seid mir sympathisch. Ihr seid nützlich. Und ihr seid 41. Mindestens. Das ist gut. Das ist ein Anfang. Ich meine, hallo. Dafür, dass wir vor Beginn dieses Tages noch 0 von den Viechern hatten, haben sie sich ganz schön vermehrt. Die vernähren... Blablabla. Genau. Die vermehren sich wie die Karnickel. Und ich wette, ab morgen werden auch die Blumen auch lila Knospen haben können. Also, wir müssen ja Knospen einsammeln, gibt mehr Pikmin. Und wenn man die Pikmin von der entsprechenden Farbe auf die Knospe wirft, also gelbe Pikmin auf gelbe Knospen und so weiter, dann gibt das entsprechend mehr Pikmin von der Sorte. So. Wo zum Geier wart ihr, Idioten? Ihr habt den Tod verdient. Ich weiß nicht, wo ihr euch rumgetrieben habt, aber ihr habt den Tod verdient. Tut mir leid, keine Gnade. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt eine neue Zwiebel haben, die sich gleich wieder mal wunderschön vereinen dürften, dann müsste es ja dann auch theoretisch lila Knospen geben, damit wir lila Pikmin züchten können. Und da wir diese Wechselfarbknospen haben, dürften die jetzt auch in 4 Farben wechseln. Also quasi rot, gelb, grau und pink. Keine Ahnung. Steckt da ein Plan dahinter? Sie entwickeln sich weiter. Und sie ist größer geworden. Ja, Riesenzwiebel. Ich entdecke für mein Leben gern neue Früchte. Es sieht aus wie ein fliegender Arsch. Entschuldigung, es ist so doof. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Guckt euch das an. Also für mich ist das hier sehr eindeutig eine Nektarine oder... Gibt es ein anderes Wort dafür? Ist eine Kiwi das gleiche wie eine Nektarine? Ich weiß nicht. Irgendwas, was genauso aussieht. Aber es sieht aus wie ein extrem dunkelroter fliegender Arsch. Das ist toll. Zeigt mir das Ding mal aus der Nähe. Ja, Arsch-Großaufnahmen. Wundervoll. Ihr wisst warum, ne? Also hier schöne Falte und so. Und oh ja. Gut. Schön. Das ist ein polierter Bärenstein. Wie auch immer. Ich sehe keine Härchen, das vermisse ich jetzt so ein bisschen. Also nicht wegen dem Arsch, sondern wenn das eine Nektarine ist, dann hat die auch Haare. Aber ist ja auch egal, ich sollte aufhören, darüber zu philosophieren und das Ding lieber versaften.
Gut, das dürfte auf jeden Fall ein Glas geben, nehme ich mal an. Hat auch eine sehr schöne Farbe. Und dann haben wir wenigstens unseren Proviant, den wir heute verbrauchen, auch gleich wieder reingeholt. Also war der Tag nicht völlig umsonst. Dieser Augenblick lässt einen die Mühen des Tages vergessen. Nur schade, dass ich teilen muss. Du wiederholst dich, Brittany. Ach, ist es nicht schön. Und wieder eine Ration weniger. Sehr schön, wir sind noch ganz gut versorgt. Ja, wenigstens haben wir keine Verluste gemacht bisher. Okay, einen Tag geben wir uns noch. Tag 18 war ja so unglaublich erfolgreich dafür, dass ich keinen Plan hatte, was ich machen soll. Also, war wirklich gut. Da können wir jetzt auch gleich noch einen Tag mehr rausholen. Und wir haben ja jetzt irgendwo einen neuen Weg frei, weil neue Rosenblätter, die rumschwimmen und ja, mal sehen, wo es hingeht. Wir sind mehrfach über Aufzeichnungen gestolpert und jetzt hatten wir endlich Kontakt mit ihrem Verfasser, Captain Olimar vom Planeten Hokotate. Das war nicht Olimar, aber ist okay. Er hat sogar seinen Namen gesagt, ich habe ihn nur schon wieder vergessen. Doch wurde er von einheimischen Kreaturen angegriffen und befindet sich in akuter Gefahr. Verlieren wir ihn, verlieren wir auch alle Hinweise auf den Verbleib unseres Überlichtschlüssels. Also sollten wir ihn schnell retten. Ja, das klingt nach einem guten Plan, aber ich sag dir, das war nicht Olimar. Das war er ganz sicher nicht. Olimar hat keinen Eierkopf, sondern mehr so einen, keine Ahnung, Footballkopf oder so. Nicht sehr hilfreich, aber gut. Man erkennt den Unterschied. Tag 19. Auf in den Kampf. Wieder stellen wir uns den Mächten der Natur und wieder werden wir unser Bestes geben, um uns zu behaupten oder so. Und wir werden versuchen, mehr von den komischen lila Pikmin zu züchten. Ja, die sind nützlich. Die können übers Wasser fliegen, verdammt nochmal, genau das, was ich brauche. Endlich mal was, was hilft. Also, ins Wasser gehen wäre noch hilfreicher, weil dann könnten wir irgendwie ins Wasser gehen, aber dafür bräuchten wir blaue Pikmin und damit spart das Spiel ja bisher ziemlich. Okay, Feuer-Pikmin nehmen wir einfach mal 10 mit, das muss reichen, falls wir in den Kampf geraten. Stein-Pikmin nehmen wir wie immer wenigstens mal 30 mit, weil Stein-Pikmin, hallo. Von denen brauchen wir 20, weil 20 und von euch nehmen wir alles, was wir können. Ja, also wir haben es vorhin gemerkt bei dem Schaltkreis, da war es schon gut, dass wir 20 Stück hatten. Okay, werdet ihr jetzt lila? Nein. Ah, ich wusste es. Noch irgendwo? Ja, du noch? Werd bitte lila. Okay, was auch immer ich heute an Viechern vermögle, muss genutzt werden, um mehr rosa Pikmin zu züchten. Problem ist, jedes Mal, wenn ich Pikmin züchte... Nein, das ist jetzt rot geworden, echt jetzt? Ach, ihr seid doch doof. Jedes Mal, wenn ich mehr Pikmin züchte, verliere ich Zeit. Also, ich meine... Ach ja, dann ist es halt rot, meinetwegen. Die fliegen ja dann zurück und ich müsste eigentlich dann auch zurückgehen, um sie wieder einzusammeln, damit ich nicht noch mehr Leute verliere, aber es ist halt, wie es ist und gar. Aha, klare Aussagen. Wir warten auf das nächste und gucken, wo uns die Dinger hinführen. Wir haben ja einen neuen Weg, ist theoretisch auf dem Wasser. Lass mich aufspringen. Danke. Nein, ich will nicht abspringen, ich will weiterfahren. Und ich will auch da nicht abspringen, ich will weiterfahren. Es müsste doch jetzt noch irgendwo weitergehen, in der Theorie. Wo auch immer es weitergehen mag. Ich hätte den Weg hier nicht nehmen müssen, ich habe mir den Weg aufgemacht, ich Held. Egal, wir bleiben jetzt einfach mal drauf. Ja, also jedes Mal, wenn ich irgendwie rote Pikmin oder pinke Pikmin, Flügel-Pikmin halt, irgendwo hinschicke, um was einzusammeln, dann gehen die zurück zur Zwiebel und dann habe ich sie nicht mehr zum Kämpfen und das ist doof. Okay, das war eindeutig der falsche Weg. Wo ist denn dann der richtige?